Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einer nächsten Ausgabe von Mega Man Overload 2. Ihr dran ist schon wieder, na, mit dem Hintern haben wir aufgehört. Mit dem Hintern geht es nun weiter. Die erste Wily Stage. Und ich weiß nun endlich, wie sie zu machen habe. Also, bin jetzt oft genug gestorben, dass ich weiß, wie welche Stelle zu machen ist. Und diesmal werde ich es auch schaffen. Nichts mit mich jetzt schon aufhalten. Mein böser Masterplan wird in Erfüllung gehen. Was war denn das gerade? Ein böswilliger Nerd. Sollte nicht gemein klingen. Tut mir leid. Sehr schön, danke. Ich. Komm. Ich hab schon gedacht, du willst mich jetzt hier auch warten lassen, bis ich alt und grau werde. Naja, rostig und braun. Ich werde alt und grau. Ich bin menschlich, der Mega Man, der. Du könntest sogar durchstehen, der ist Roboter. Der ist roboterhaftig. So. Olli. Hey. Das war ja ein perfekter Sprung hier. Olli. Olli. Und Olli. Ja. Okay, hier bin ich, glaube ich, schon geflogen. Ja. Stage ist auch gar nicht so lang. Es ist einfach nur, man muss wirklich auf alles aufpassen. Hier der Flugpart und zu Lande, zu Wasser und in der Luft ist man hier unterwegs. Hier war das Land, da war unten war dann die Luft und dann noch das Wasser. So, den kann ich ja gleich unten wieder aufladen. Ist also schon. Na, nicht so schön ist die Verstopfung in meiner Nase. Da muss ich einfach mal schniefen und schneuzen. Buller da. Keine Ahnung, was es soll mit der Babysprache. Also wenn ich mal Vater werde, mein Sohn oder meine Tochter. Ganz ehrlich. Ist mir eigentlich im Grunde. Lala, dankeschön. Stimmt, das hatte ich schon mal das Thema. Ich glaube, keine Ahnung, aber wenn ich mal Vater werden würde. Und man würde fragen, ja, hättest du gerne Tochter oder so? Ganz ehrlich, ich würde sagen, beide. Beides hätte da einen Vorteil mit der Tochter, da sagen wir es mal, es wäre interessant, oder wie soll man das am besten sagen, mit der Tochter. Natürlich würde ich versuchen, ein guter Vater zu sein, ein Vorbild. Hier die männliche Bezugsperson bei einem Sohn, dachte ich mir, hey ja, den tue ich doch vielleicht auch sogar für die Sachen begeistern, für die ich mich begeistern kann. Vielleicht, das wäre es, wenn in der Zeit noch YouTube existiert, würde er meinen Kanal fortsetzen. Jovo Junior. Hä? Jovo Legacy. Alter, was ich mir jetzt schon wieder ausdenke hier. Ich kriege erst meine Freundin Jovo und dann kannst du über die Kinder nachdenken. Aber natürlich, immer mit der Zeit, geh mein Freund. Das war schon lustig. Ist schon eine lustige kleine Sache. Okay, diesmal wünsche ich euch. Okay. Wechsel. Ein kleines Wechsel dich ein. Dankeschön, das war aber auch das Mindeste, was du mir hättest geben können. So, da weichen wir aus. Wie, du schubst mich runter, ich warne dich. Ihr seid sowieso schon auf meiner schwarzen Liste, also macht es nicht noch schlimmer. Also sowieso schon ist. Okay, jetzt weiß ich, wie es zu tun ist. Ein bisschen geringer fliegen, damit ich genau in die Lücke rein. Oh yeah, du Helmi, ich bin ja sogar ausgewichen. Ha. Okay, ich glaube, es war wirklich irgendein Helmi, aber was war seine Schwäche? Ich schaue ihn mir erstmal an. Vielleicht erkenne ich ja irgendwas, was bei ihm die Schwäche ist. Okay. Yep, ein riesiger Helmi. Okay. Hoppala. Alter. Was könnte seine Schwäche sein? Die Twillbomb. Hallo? Nein, ist es nicht. Die Dive-Missile. Alter, ich bin gleich wieder tot, wegen einem riesigen Helmi. Okay, was könnte es sein? Metalhead. Dust? Probieren wir es mal. Oh ja, das ist gut.
Baboom. Jawohl. Okay, mit Metal gegen Metal. Okay. Ich muss nur aufpassen, wann er springt. Okay. Ach, verdammt. Und ich muss auf die kleinen Helmis aufpassen. Ich kann ihn immer nur einmal treffen. Bitte, was? Weil der gestampft hat, konnte ich mich nicht bewegen. Bitte was? War es nicht üblich, dass ich wieder beim Boss-Tor gespawnt werde? Ist das jetzt... Moment, war das so im Original? Ich bin mir gerade unsicher. War das im Original auch so, dass man beim Mittelpunkt respawnt ist und nicht beim Boss-Tor? Das kommt mir aber nicht richtig vor. Das kommt mir bescheiden worden, das kommt mir nicht richtig vor. Hm? Zumindest, ich weiß, es ist deine Schwäche, aber... Energietank verplempert? Wieso? Was? Alter, ich krieg das gerade nicht in den Kopf rein. Warum ich hier wieder da bin? Nein. Wenn, dann muss das im Originalspiel sein, weil hier könnt ihr wohl schlecht... Ihr könnt ja wahrscheinlich schlecht hier einstellen. Einfach schwimmen. Was machen wir? Wir schwimmen. Wir können ja wahrscheinlich schlecht programmieren, wo man gespawnt wird. Hä? Nur wo die Checkpoints und so sind. Wobei, die sind auch gleich geblieben. Der Weg bis dorthin hat sich einfach nur geändert. Halt die Klappe, Emmy. Du sagst nicht. Dann halt mal die Füße still. So. Wow. Zum Glück habe ich noch genug Waschmarine und Chat dafür. Die Sache wird noch ein gutes Ende nehmen. Perfekt. Puh. Beinahe, was du mir in die Quere kommt, du Block. Die sind nicht meine Freunde. Diese Blöcke nicht. Jawohl. Ich bin weg. Ich bin sowas von weg. Wupp. Siehst du, wie weg ich bin? Wehe, du schubst mich runter. Wehe, ich stehe. Es geht gerade mir bis hierher. Also ich zeige. Ich gehe gerade über meinen Hals. Also es steht mir gerade bis hierher. Und gleich kann ich sowieso wieder einen Energietank nehmen, den letzten, weil ein Treffer nicht wäre weg. Und das halte ich nicht aus. Da wäre ein Leben, aber naja, komme ich nicht hin. Wow. Ha. Bisschen sinnlos dein Platz da, hä? Wie fühlt sich das an, kleiner Helmi? Okay. Vielleicht ist es auch eine andere Schwäche, aber ich nehme lieber mal Tast. Okay, jetzt alles oder nichts. Komm schon. Zeig dich. Nein. Alter, was? Das ist auch sehr fair. Weil... Hüppala. Dankeschön. Alter, ich werde doch nicht hier von einem riesen Helmi erledigt. Wo komme ich? Das gibt's nicht. Weil ich seinen großen Zeh berührt habe. Oh. Ich ganz vergessen. Ja, das Rosmarin, das reicht dir nicht. Tut mir leid. Sogar keine Energietanks mehr. Alles verplempert. Oh. Echt, das geht mir jetzt gerade wieder so gegen den Strich. Das ist so wie bei den Katzen, wenn man gegen den Strich geschreit, die denken sich, wow, ey, Alter, mach's mal richtig oder lass es ganz sein, hä? Bist du bescheuert? Mann. Oh, guck, Dame hier, so kleine Neon-Party. Wie halt. Es geht.
Ihr wollt mich echt wütend erleben, oder? Ihr wollt mich wütend erleben. Ihr wollt mich wütend erleben? Macht so weiter. Ihr seid kurz davor, euer Ziel zu erreichen. Oh ja. Und dann komme ich hier. Mit was komme ich denn? Da komme ich mit dem Küchenmesser. Und dann gibt's Kuchen. Kleine leckere Helmi-Cupcakes. Oh ja. Yum, yum, yum. Schön eisenhaltig. Schön für die Gesundheit. Nicht für meine. Auch nicht für eure. Hehe. Fragt euch mal, warum. Das ist eher der Creepy-Jobo, nicht der... Oder doch der Psycho-Jobo. Könnt ihr ja in den Kommentaren entscheiden. Aber irgendwas spüre ich gerade wieder. Irgendwas. Oi! Du kleiner Bastard. Geh doch wieder in das Loch deiner Mutter. Was sag ich da? Was gebe ich da für Wörter von? Was für Sätze von mir? Es ist doch einfach nur großartig. Es ist... Oh, das ist der erste. Und ich glaube, es gibt sogar nur dann zwei vor den Great Eight. Da sind die Great Eight noch das kleinste Übel, also... Ah, nur erstmal muss ich da hinkommen. Okay. Baboom und ausgewichen hier. Schön, schön. Schöne Sache, schöne Sache. Hä? Wieder eingerammt und an die Wand gehängt. Hm, damit ich mich dran erinnern kann. Och, so ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. Au, 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 au. Und schon wieder, mein Kieferdeck. Der ist doch noch ein bisschen beansprucht. So, gebet mir die Muni. Gebet mir die Muni. Gebet mir die Kraft, die Kraft, die Kraft. Bam, 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 bam. Ui, ua, a, ting, ting, walla, wa, bing, bing. Ui, ua, a, ting, ting, walla, wa, bing, bing. So. Bisher kein Leben. Es wäre halt schön, wenn ich dann auch beim Boss-Tor gespawnt werde, aber nein. Das lässt mich ja den ganzen Weg nochmal gehen. Sehr schön. Was nehme ich? Was nehme ich? Nehme ich Balloon. Dies ist wichtig. Und deux. Trois. One, two. One, two. One, two. Dankeschön. Meine Lippe leidet darunter, dass zu viel geredet wird. Ja, komm schon. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt kann ich auch gar nicht mehr, ich muss mich mehr konzentrieren, deshalb kann ich auch weniger reden. Was kann ich erraten? Was hört man eigentlich höchstens? Was wird man höchstens hören? Lasst mich überlegen, Beleidigung und böse Wörter, sowas wird man bei mir hören, jetzt im Moment. Zack, zack und zack. Alter, es ist auch wieder gut, ihr verdammten Helmis. Es ist auch wieder gut. Kann ich vielleicht durchfliegen? Nee, kann... Ihr könnt mich gerade mal so richtig fett in der Ritze lecken. Tut mir leid für alle Jüngeren, die vielleicht solche Sprache nicht gewohnt sind, die jetzt hier zuschauen. Das bin ich auch nicht gewohnt, dass ich so rede, also... Also bitte nicht beschweren, nicht hier Mama und Papa wieder erzählen. Ei, was ist denn das für ein komischer Kerl da im Internet? Ist nicht böse gemeint. Ist nicht böse gemeint. Ich bin nur schlecht drauf. Ich bin nur schlecht drauf. Wie ist der? Also wenn du sowas hier siehst, dann bist du schlecht gelaunt. Ne. Polemie geplagter Wasch, der arme kleine Wasch. Ist schon fast wie die Pelikane. Ach ja, die Pelikane. An die erinnere ich mich noch. So. Komm schon. Nicht den ganzen Tag Zeit. Jappa. Zum Glück hat es diesmal mit der Muni noch alles gereicht. Aber ob die Geduld auch ausreicht, ist eine andere Frage. Und die kann ich nicht beantworten. Was würde passieren, wenn der Block in mir auftauchen würde? Würde ich dann zu Mega Blockman werden oder Tetris Man oder würde es mich einfach nur zur Seite schieben? Ich glaube, das würde eher darauf zuschließen, dass es mich wegschiebt. Ah je, der Schuss wird mich gleich erwischen. Und ich bin weg. Ich war unterm Rush und der hat mich mitgezogen. Ich verliere jetzt die Geduld und ich verliere die Nerven wieder.
Und dadurch mache ich unnötige Fehler. Oh, die ganzen Helmis hier. Ich habe keine Lust mehr auf Helmis. Ich habe keine Lust mehr auf Helmis. Helmis können mir gestohlen bleiben. Komm schon. Geht doch nach Hause. Nehmt euch frei. Komm schon. Was macht ihr denn hier? Wir müssen töten. Das hat uns Dr. Miley so gesagt. Ach, und wenn ihr die Klippe runterlaufen sollt, dann tut ihr... Ach, lasst den letzten Satz mal sein. Das habe ich ja schon gesehen, dass ihr das macht. So. 1, 2, 3, 4. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Thank you very much, ladies and gentlemen. The king is in the house. Letzter Versuch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, okay. Jetzt hat man noch die Huster zurück, bis am Ende es passt. Ich glaube, ich werde loshusten, wenn das hier vorbei ist. Ich fliege einfach über die hinweg. Es ist der letzte Versuch, also kann mir auch gestohlen bleiben. Kann mir gestohlen bleiben. Ihr könnt mich gerade mal. Ich bin weg. Miau. Ich könnte mir das Leben holen, aber ich bin mir zu fein dafür. Vielleicht hilft eine andere Waffe gut. Vielleicht eine, die schneller ist. Vielleicht hilft der Ring. If you like, you should put a ring on it. Obwohl ich dich nicht mag, ich möchte dich nicht heiraten. Ich möchte lieber, bis das du tun entscheidet. Ja, das wird aber dein Tod sein. Ich glaube, das hilft nicht so gut. Und der wird direkt auf mich fallen. Ja. Zack. Komm schon, spring! Und lass mich weg. Lass mich weg, komm. Zack. Ah, Mann. Achso, ich muss da springen wie bei der Gutsman Stage, verstehe. 1, 2, 3. Ah, verdammt. Nein, nein, nein. Ich komm, ich krieg das hin. 1, 2, 3. Jetzt ist er zu spät gesprungen, die alte Sau. Einmal probier's noch in dem Part. Wir werden ein bisschen länger, aber danach ist erstmal Schluss. Danach brauche ich eine Aufnahmepause. Von wegen hier, das Finale wird ja aufgenommen mit der Session. Ha, Pustekuchen hier. Nicht mal Windbeutel. Und ab Cupcakes. Jetzt. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ach, geht doch mal gepflegt sterben. Jetzt fange ich schon auch an, sowas zu reden. Das hat einer in meiner Klasse mal immer wieder gesagt und das hat mich aufgeregt. Das war so eine... Hoffentlich erkennt ihr mich nicht. Hoffentlich schaut ihr jetzt nicht meine Videos. Das ist so eine, die konnte im Grunde alles aufregen. Und wenn ihr irgendwas in die Klasse hört, ja, stirbt doch du Mongo. Und ich soll lieber die Klappe halten, sonst sieht ihr sowas. Und dann denken sie, ja, was hast du über mich gesagt? Und dann hier, oh, hey, jetzt ist die Hölle, aber ich habe... Jetzt bin ich aber in der Hölle gelandet. Weil ich meine, warum? Sich unnötig aufregen? Also da kann man doch seine Zeit hier sinnvoller gestalten. Anstatt alles zu kritisieren. Always look on the bright side of life. Das sollte ich hier auch probieren. Nur, was gibt's hier? Was gibt's hier Positives zu sagen? Was ich sagen könnte ist, meine Wut, mein Hass gegen Helmis wird gesteigert. Das wird gesteigert. Komm mal her, du. Komm mal her. Los, spring in den Tod. Ach, Selbstmord, wie bist du denn? Ach, bist du denn nicht niedlich? So. Dann kann ich ja schon fliegen. Wunderbar. Bis dahin kann ich ja den Teil, verdammte Kiste, aber danach der Boss. Diese verdammte Sau. Okay, jetzt mal ganz ruhig. Baboom. Jong, jong, jong. Die starren Gumbi in diesem Falle gar nichts tun. BDB, bidibu, 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 bidibu. Ah, ja. Der kann ich auch gar nicht ausweichen, kleines Schätzchen, hä? Du bist so flink mit der... Ich dachte schon, ich falle hier runter. Alter, Doppelmuni hier vor Sevin. Yes. Yes. Who said flying hat was gebracht? Jawohl. Hey. Hey.
yeah. I say hey, what's going on? Der Sieg, das geht hervor. Na, hoffe ich doch. Komm schon, komm schon, komm schon. Echt, wie viele Parts habe ich jetzt dafür gebraucht? Ich glaube, das ist schon das dritte Video, was ich jetzt dafür brauche. Für die erste Wily-Stage. Na gut, ich... Es ist ja auch meine Wenigkeit, die hier spielt. Das erklärt eigentlich schon alles. So. Ich konnte mir das Leben holen, aber wofür? Ich wäre ja sowieso nicht beim Boss-Tor gespawnt. Warum auch immer. Die könnte ich mir, glaube ich, sparen. Ja, die spare ich mir. Away! Wupp. Na komm. Lasst mich doch in... Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Der macht ja auch nicht mal was. Ich sollte aufpassen wegen meiner Gesundheit, da ich ja keine Energiedings mehr habe. Das heißt, ich muss ihn gleich... Okay. Jetzt legen wir mal richtig Miazun dann in die Asche, ja? Damit es auch mal funktioniert. Hip. Dankeschön. Ah, verdammt. Hip. Wie? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Verdammt. Ich bin schon gleich wieder tot. Es ist doch nicht zu fassen. Von einem riesigen Helmi werde ich hier auseinandergenommen. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Wieso? Ich kann mir gut denken, dass ich im Original hier um einiges mehr Energietanker hatte. Und dadurch ging es. Hm, zumindest wenn hier meine Schussfähigkeiten verbessert. Ich fress gleich das Mikrofon auf. Ich muss irgendwas Metallisches zerstören, damit ich da diese Schmarche endlich mal, damit die Schmarche weggeht. Letzter Versuch. Ja, so fühlt es sich auch an. So fühlt es sich auch an. Fall bloß nicht runter, Megman, ich warne dich. Ich muss aber auch immer hier so knapp runterfahren, was? Weil ich soll sliden. Habe ich total vergessen. Ich muss sliden und dann. Sliden und gleichzeitig springen, damit mich die Schockwelle nicht paralysiert. Wie bei der Gutsman Stage bei Mega Man 1. Jawohl, so ist das. So vergleiche ich das. Ist nicht eine Anspielung darauf. Könnte gerade noch hinhauen. Und es hat noch hingehauen. Sehr schön. Und wenn da hinten... Oben hätte ich auch Muni, aber die nehme ich, glaube ich, eher für den Chat. Da habe ich eher nötig, da. Eher nötig, ja. Okay, los geht's. Los, jetzt fliegen wir davon. Und ich habe total vergessen, dass der ja verschwindet, wenn er mit der Schnauze auf dran haut. Meine Damen und Herren, ich brauche eine Pause. Eine kleine Aufnahmepause. Es wird weitergegangen. Es wird weitergehen. Ohne Energietanks. Ach, ist das... Entschuldigung. Ist das nicht ein Spaß? Trotzdem, Safe State wird gesetzt. Ich kann jetzt nicht wieder das Laden, wo ich Energietanks hatte. Das ist jetzt mein Fehler gewesen. Damit muss ich leben. Oh, wenn ich nicht wirklich was geschafft habe, hoffe ich, Ihnen hat der Part gefallen. Wenn ja, lassen Sie... Entschuldigung, mich bitte wissen. Ich muss mich erstmal aushusten. Ja. Und dann sehen wir uns wieder bei der Fortsetzung von Mega Man Overload 2. Ihr 93 Jovo, I love to entertain you. Tschüss and goodbye.